Ja, in erster Linie Glücksgefühle, weil keiner hätte am Anfang der Saison damit gerechnet, dass wir jetzt da stehen und nächstes Jahr Oberliga spielen. Mit einer komplett zusammengewürfelten Mannschaft, die wir in den letzten zwei Jahren zusammengestellt haben, zu 80% nur aus Kreis- und Bezirksliga, war das eine überragende Saison, die wir gespielt haben. Wir sind völlig verdient aufgestiegen. Leider Gottes hat es zur Meisterschaft nicht gereicht. Die Meisterschaft haben wir allerdings nicht heute verloren. Die Meisterschaft haben wir vor zwei, drei Wochen verloren, indem wir unnötig Spiele verloren haben, wo man hätte eigentlich als Gewinner rausgehen müssen. Aber nichtsdestotrotz können die Jungs mehr als stolz auf sich sein. Ich selbst bin auch mega stolz auf diese Mannschaft. Und ich glaube, dass wir eine richtig gute Oberligasaison spielen werden nächstes Jahr. Und da freue ich mich riesig drauf. Insgesamt aus unserer Sicht Hinrunde top, gut gespielt, Rückrunde gut gestartet, dritter Platz und dann ist irgendwie, ja, weiß ich nicht warum genau, ist der Wurm drin gewesen, dann sind wir relativ weit unten gelandet, was kann man natürlich dann am Ende nicht zufrieden sein. Also das Spiel war ein sehr spannendes Spiel, wir wussten von Anfang an, dass wir sehr viel Druck machen müssen, dass wir viele Tore schießen müssen. Nienstedten hat parallel zu uns gespielt, hat leider mehr Tore geschossen, am Ende hat es auch leider nicht gereicht, obwohl wir 6-0 gespielt haben. Und vielleicht klappt das nächste Saison mit dem Meistertitel. Ich bin sehr stolz, diese Mannschaft gefühlt zu haben.